herzlich willkommen bei Aktion Mutterherz. Ich freue mich, heute zum ersten Mal habe ich live jemanden neben mir sitzen. Petra Michaela Pfeiffer ist heute mein Gast und ich bin schon sehr gespannt, was wir heute zum Thema haben. Ich weiß, thematisch geht es zum Beispiel tief unters Wasser, etwas, was für mich persönlich eher unangenehm ist. Aber genau, wir machen es so, wenn du so direkt neben mir sitzt, magst du dich selbst einmal vorstellen, was du so machst? Gerne. Petra Michaela Pfeiffer, so heiße ich. Ich mache im Grunde genommen eine ganze Menge. Tief und das Wasser ist ein Teil bestimmt davon. Ich begleite als Therapeutin, als Körperpsychotherapeutin, als Coach, auch als Trainerin, insbesondere Frauen in tiefgreifenden Heilungs- und Entwicklungsprozessen. Und das eine ist tief und das Wasser, das andere ist vor allen Dingen eher tiefer in die Seele hinein oder tiefer in das Innere hinein, würde ich eher sagen. Tauchen ist ein Teil davon, für mich im Sinne von, ich lebe auf Teneriffa und das hat was sehr Meditatives unter Wasser. Und andererseits ist es für mich so ein Äquivalent zum, wenn ich nach innen schaue, dann ist das auch so etwas, was mit Eintauchen, mit tiefer gehen zu tun hat, was auch so ein bisschen, also zumindest war es bei mir so, als ich tauchen gelernt hatte, mit sehr, sehr viel Ängsten, mit sehr, sehr viel Herausforderungen verbunden war. Und gleichzeitig aber so eine ganz andere, eine ganz neue Welt, ein Entdecken und Wiederentdecken und Verbinden mit Ressourcen und Schätzen zu tun hat. Also mit etwas, wo ich sonst gar nicht vielleicht davon weiß oder es ein bisschen vergessen habe oder nicht mehr wahrnehme, womit ich mich wirklich wieder verbinden kann. Und was ich dann auch beim Auftauchen oder beim Hinausgehen sozusagen wieder in das eigene Leben neu integrieren kann. So, und was dazu führt, dass ich wieder in eine andere Form und für mich tatsächlich in eine echte, andere Lebendigkeit komme. Das ist so, als ob so ein paar wie Anteile von mir, es gibt ja in der Psyche immer mehrere unterschiedliche Benennungen von dem Ganzen, das ist in meinen Augen jetzt nicht so relevant, aber dass ein Teil von mir nicht wirklich ins Leben gekommen ist, dass ich einen Teil nicht auslebe. Also insofern ein Stückchen unlebendig bin und deswegen ist so mein großes Anliegen diese Lebendigkeit, also diese Verbindung mit dem wirklich mit dem Inneren, mit der inneren Kraft hervorzubringen und diese Lebendigkeit wieder hervorzuholen. Mhm. Auch über die Angst. Die Angst ist einfach dabei. Also die Angst ist nicht über die Angst gehen, also schon gar nicht, hab keine Angst, also das gar nicht, weil das geht nicht. Und spannenderweise beim Tauchen schon mal sowieso gar nicht. Nee. Aber auch im normalen Leben, das geht nicht. Die Angst ist ja einfach nur da. Es ist die Angst ist ein Gefühl. So, und was wir meistens machen, weil wir es entweder so auch gelernt haben oder zumindest weiß ich habe es selber auch so gelernt, sie nicht wahrzunehmen, sie zu verdrängen, sie nicht zuzulassen. Aber das Spannende ist immer letztlich nur, was ist dahinter. Also für mich, so Angst ist im Grunde genommen wie die Flasche mit dem Korken, aber wichtig ist, was da drunter ist. Und das, was da drunter ist, ist oft das, was wir nicht sehen wollen, nicht fühlen wollen in der Regel, nicht wirklich wahrhaben wollen oder wahrnehmen wollen in dem Moment, weil das oft Traueranteile hat, Wutanteile hat. Also reduziert ist es im Grunde genommen, so Basisgefühle wie Wut und Trauer. Und die Angst ist wieder Korken davor, da erstmal, oder auch ein Schutz, ein ganz, ganz wichtiger Schutz, also hat auch immer eine Funktion, diese Angst, da nicht ranzukommen. Und deswegen ist der Weg nur, Angst ist nicht mein Feind. Angst ist eher, wie kann das mein Freund, mein Begleiter sein, wo ich dann etwas tiefer komme, so wie ich es brauche, also wirklich in diesem eigenen Tempo und in dem, was es braucht. Und du hast gesagt, also du bist ja Tauchlehrerin jetzt, aber als du angefangen hast, hattest du Angst? Das Tauchen ist ein Teil meiner Arbeit, es ist nicht mein absoluter Schwerpunkt. Okay. Also ich nutze das auch und ich bin dabei, auch Angebote in so Mischformen zu machen, aber primär ist es auch einfach die Begleitung auf körperlicher, seelischer Ebene von Frauen mit tiefen Wandlungsprozessen, Wunden, die vielleicht in der aktuellen Lebenssituation tickt werden, aufgerissen werden, wo aber sehr, sehr oft ältere oder andere Verletzungen einfach noch ein bisschen tiefer drunter liegen. So, das ist
Ja, jetzt kommen wir zum Punkt. So. Und da wird es jetzt spannend. Und das Tauchen kann einfach manchmal eine gute Ergänzung sein, aber ich arbeite sowohl vor Ort auf Teneriffa, wie so kurz, also praktisch in kurz, ich nenne es jetzt mal kurz, Kuren, also für mich geht es darum, in kurzer Zeit sich anzudocken zu können, regenerieren zu können, wirklich eine Minikur in kurzen Tagen, also Frauen, besonders Mütter, haben auch nicht so viel Zeit. Ich finde aber, die braucht es oft auch nicht, sondern es braucht die Impulse. Und das andere ist, dass ich aus der Ferne eben auch begleite, also via Skype, via online auf anderen Ebenen. Schön. Oder auch in Kombination, was ich oft sehr hilfreich finde. Wir stellen deine Webseite natürlich auch unten drunter. Das heißt, also zum einen ist es möglich, ein Coaching zu bekommen übers Internet und zum anderen aber direkt eben nach Teneriffa zu fahren und sich da einmal aufzutanken. Ganz schön. Die Überleitung zum Mutterherz sozusagen, sehr spannend. Du sagtest, meistens liegt noch was dahinter. Ja, und das ist auch das, was ich gerade in diesem Prozess, den ich mache, feststelle, dass eben, sag ich mal, die vordergründige Angst um mein Kind wegfällt. Es bricht, es ist, die letzte Diagnose hat gezeigt, dass es im Moment erstmal Entwarnung gibt. Aber in mir gibt es keine Entwarnung. Ja, und das heißt, ich merkte dann sehr deutlich, okay, ich muss mich echt, es geht hier echt um viel mehr noch um mich als um irgendetwas anderes. Und das finde ich sehr spannend. Kannst du sagen, es ist immer so? Immer sage ich nie. Also es gibt so zwei Wörter in der Therapie, sozusagen im Coaching, immer und nie. Also diese Pauschalierung. Okay, genau, es ist oft so. Im Grunde genommen, dieses, was du gemerkt hast, da ist noch was, ja, also es ist, die Situation ist ja anders, aber trotzdem fühle ich mich nicht anders, so, was sehr häufig ist und was wir im Leben, was uns so widerfährt, tickt oft an älteren Wunden oder Gefühlszuständen, Mustern, die durchaus auch sehr lange zurückliegen können an. So, und dann ist es wie allerhöchste Zeit eine Klärung, eine innere Reinigung. Einfach, es wird Zeit, diese Wunden in Heilung zu bringen. So, was vorher eben nicht möglich war. Und insofern ist das dann so der Hinweis darauf, okay, der entscheidende Punkt, ja, es hat was mit mir selbst zu tun. Denn es ist mein Gefühl. Also es ist dieses ganz entscheidende, erste, wichtige, dieses Gefühl erstmal zu sich zu nehmen. Also dieses Gefühl im Grunde genommen nicht, sagen Sie mal, irgendwo hinzupacken oder im Grunde genommen auf jemand anderen zu legen oder auf eine andere Situation zu legen, sondern wirklich, dass es mein Gefühl ist. Weil meine Angst, wie auch immer sie sich anfühlt, ne, oder zeigt, kann jetzt bei meinem Partner, der vielleicht um das Gleiche bangt, ganz anders sein. Oh ja. Ja, also ganz andere, sich ganz, ganz anders anfühlen, sich ganz ausdrücken sowieso, aber auch eine ganz andere Verbindung, ganz andere Kontexte haben. So, insofern ist es überhaupt nicht das Gleiche und ich komme nur an diesen Kern dann auch weiter oder an dieses wirkliche Annehmen vom Gefühl, weil sonst löst es sich nicht, sonst bleibt das, wo auch immer es sich dann manifestiert im Körper, sonst bleibt es halt. Aber ich brauche, um für diese Lösung ist es dieses Meins. Und was ist das? Was? Okay. Und da komme ich dann, jetzt bin ich mal wie ein Tauchbild oder so, bei diesem Weiterspüren, Fühlen, wirklich hineinzugehen. So. Also mit der Angst. Nicht dagegen, also nicht also wegzudrücken oder das darf jetzt nicht sein, weil ich, Mütter haben dann, also ich habe zwei Kinder, gerade in solchen extremen Situationen, so diesen hohen Anspruch, jetzt sozusagen den Gegenpol auszuspielen, also jetzt besonders fröhlich zu sein oder jetzt besonders viel, die anderen dürfen ja nicht belastet zu sein, also die anderen nicht zu belasten, also im Grunde genommen die Schwere rauszunehmen, in dem Glauben, wenn ich jetzt ganz fröhlich tue, ja, dann ist die Schwere weg, aber die rutscht eigentlich nur drei Etagen tiefer und macht sich wie so eine Wolke breit, was eigentlich nur die Aussage ist, das ist nicht erlaubt. Ja? Also diese Trauer oder Wut oder was auch immer alles sich da drin zeigt, ist nicht erlaubt. Und das ist ein Wegdrücken so mit dem anderen Ziel, aber es funktioniert halt nicht. Beziehungsweise es hätte einen Preis, weil irgendwann bahnt es sich dann doch den Weg. Ja. Ne? Oder körperlich bahnt es sich den Weg. Oder in diesen,
diesen Stunden oder Minuten, wo deutlich wird, jetzt hätte ich eine Pause, jetzt brauche ich nicht funktionieren. Was passiert dann? Ja? Mhm. Darf das dann da sein? Kommt das dann da hoch? Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, ja, dieses, ne, das hatten wir auch schon so kurz vorher so angesprochen, dieses nach innen zu gehen, weil es braucht diese Stabilität, die von innen kommt. Mhm. Also nicht in das Funktionieren um jeden Preis. Mhm. Ja? Mhm. Und dieses Funktionieren ist ja nach außen gerichtet, ein Aufrechterhalten, das ist wahnsinnig anstrengend. Sondern, dass es etwas gibt, und das ist auch so mein Anliegen, dass es etwas gibt, das ist eine sehr, sehr hohe innere Kraft, die wir dann aber gar nicht uns zugänglich machen, die im Inneren ist. Mhm. Also sozusagen egal, wie furchtbar oder wie wahnsinnig herausfordernd oder belastend im Außen gerade der Sturm tobt oder was auch sonst tobt, ja, dass es aber etwas gibt, was aus dem Innen stabil ist. Ja, das ist schön. Diese Stabilität kommt aus dem Innen. Und wenn ich das schaffe, mich damit zu verbinden, also es ist eher diese Verbindung, um die es geht. Ich muss da nichts gestalten und schaffen, sondern diese Verbindung. Da ist was da. Ich brauche mich nur zu verbinden. Ja, es ist definitiv was da. Und was mit Sicherheit auch hinzukommt, wenn ich diese Verbindung habe, dass sowas deutlicher wird, was brauche ich, damit die auch wiederum gespeist oder genährt wird. Okay. Ja, also wie eine Pflanze, die muss ich auch gießen oder Sonne oder was auch immer es braucht es auch Nahrung. Ne? Und die Frage ist dann, welche? Ja. Was ist die richtige? Ja. Bloß mit dieser Stabilität hast du eine ganz andere Chance und Möglichkeit. Ich bin bei mir und bin dann wirklich bei meinem, in dem Falle bei meinem Kind. Was brauchst du? Was kann ich jetzt tun? Mhm. Das ist was anderes, als wenn ich vielleicht überspitzt gesagt, wie einer erstarrten Angstglocke agieren möchte. Und selbst dann unglaublich bedürftig bin. Genau, aber mir das nicht eingestehe und dann vermischt sich das. Mhm. Und für einen, egal wie alt ein Kind ist, also völlig, meiner Meinung völlig egal, ist das etwas nicht so förderliches. Mhm. Ja, weil es sehr schwer fällt, dann wiederum mit den eigenen Bedürfnissen, also das ist selbst mit den eigenen Bedürfnissen oder mit den eigenen Gefühlen einfach nur so in Kontakt kommen kann oder dem Raum geben kann. Ja? Insofern ist dieses, das bin ich, das ist meins und das versorge ich aber auch selbst. Dann kann ich wiederum anders in diesen Kontakt kommen, weil sonst vermischt sich das, sonst verschmilzt das komplett miteinander. Genau, man überträgt glatt noch die eigene Bedürftigkeit auf das Kind. Genau, und agiert sie da aus, aber... Ja. Keiner kommt so richtig, keiner kommt so richtig zum Zug. Also keiner darf mit seinen Gefühlen voll da sein, weil es letztlich keiner aushält. Ja. Ja. Also da, ja. Und das Entscheidende ist schwer. Macht auch keinen Spaß. Eben. Sich wirklich damit zu beschäftigen und da reinzugehen in die Gefühle ist nicht schön. Ich finde das so schön, auf deiner Webseite steht, also oder sie heißt, die Seele lacht. Ja, das ist. Das finde ich wahnsinnig schön und das ist toll eigentlich zu sagen, der erste Schritt, durch den du gehst, wo die Frauen hinkommen müssen, ist wirklich einfach erstmal die ganzen negativen Sachen wahrzunehmen, anzunehmen. Ja, vielleicht, ich formuliere es mal ein bisschen anders, könnte es sein, dass das erschreckend wirkt, so die negativen Sachen anzunehmen, könnte auch... Also gerade wenn man das noch als ein bisschen fremd empfindet, ne, dann kann das auch so erschrecken. Ja, das tut es auch. Das immer tut noch es auch. Ja. Ich weiß trotzdem, ich habe das klare Wissen, ich spüre sehr deutlich, dass ich da trotzdem durch muss. Ja, genau. Es gibt dass das die Aufgabe ist, da durch das genau mir anzugucken. Ja, das ist dieses, es ist, eine Geburt ist auch dran vorbei, funktioniert nicht. Also. Sondern es hat alles so sein, wie auch immer es Lauf und Fluss. Das heißt, dieses dadurch und möglichst gut durch begleiten lassen, wenn es das braucht. Mhm. Und es geht erstmal um diese Gefühle und was wir halt machen. Deswegen streiche ich mal jetzt so dieses Negative. Es sind Gefühle. Okay. Und wir haben irgendwann mal im Laufe unseres Lebens gelernt, diese Gefühle zu bewerten. Das heißt, wir haben irgendwann mal im Laufe unseres Lebens gelernt, dass wir Gefühle haben dürfen und es gibt Gefühle, die dürfen wir nicht haben. Das heißt, wir haben irgendwann mal gelernt, es gibt Gefühle, die dürfen wir ausdrücken und es gibt Gefühle, die dürfen wir nicht ausdrücken. Und wenn wir ein Gefühl
nicht ausdrücken, dann halten wir es fest. Okay. Ja. Und das verursacht enorme Spannung und das Gefühl verschwindet deswegen nicht, sondern das ist wie irgendwo gespeichert. So. Okay. Aber der normale Fluss eines Gefühls ist der Ausdruck, der angemessene Ausdruck. Und das ist das, was es braucht. Und das ist das, was es braucht, um einen Fluss wiederherzustellen. Also nur ein Staudamm, also wo es darum geht, die Kieselsteinchen also rauszuholen, so in dem, wie es das braucht vom Tempo, damit der Fluss wiederhergestellt ist, ja? Damit Trauer sich so ausdrücken kann, wie es braucht, damit Freude sich auch wieder so ausdrücken kann, wie es braucht, weil und Wut und so alle möglichen Facetten, die es dann sonst noch gibt an Gefühlen. Bloß da, wo ich eins wegdrücke, so, ich sag jetzt mal meine Erfahrung und Behauptung, drücke ich auch etwas anderes weg. Also ja, das ist spannend. Etwas auch weg. Also ein Gefühl ist ein Gefühl. Es hat keine Bewertung. Die Bewertung haben wir mal gelernt und das erste Entscheidende, also für alle, die zuhören, diese Bewertung, also aus dieser Bewertung herauszugehen. Mhm. Also von Gefühlen aus der Bewertung herauszugehen, weil das erlaubt dann auch diese Gefühle erstmal zu fühlen. Okay. Also, oder bereit zu sein, diese zu fühlen. Mhm. Wie mache ich das? Also ich sag mal so, wenn man gut geübt ist im Funktionieren und gut geübt ist, alles so am Laufen zu halten und so weiter, so, dann ist das ja eventuell auch ziemlich weit weg. Es ist einmal den Raum schaffen. Ich nehme mir den Raum dafür. Mhm. Ich komme zu dir und sage, ich gebe mir jetzt einen Raum. Aber gibt es Hilfsmittel? Gibt es was, wo man sagen kann, ja, also das ist eine Bewusstseinshaltung. Ich versuche es nicht zu bewerten und ich lasse mich darauf ein, alles zu fühlen, was ich wirklich jetzt in diesem Moment gerade fühle. Ja, so. Okay. Mach mal genau zwei Dinge dazu. Das eine ist die Entscheidung, was du eben gesagt hast. Und das ist ja eine Entscheidung, ich gebe mir jetzt diesen Raum. Ja. Das ist die, oder ich finde, ich bin jetzt bereit dazu. Das ist das Gegenteil von, ich funktioniere 24 Stunden rund um die Uhr. Das ist das Gegenteil schon mal davon. Das heißt, das wäre schon etwas anderes, etwas Neues. Mhm. Wie das dann am besten wäre, das ist individuell. Kann ich alleine, was kann ich alleine machen? Oder auch, wenn die Furcht da ist, also es könnte zu viel werden, was ich völlig nachvollziehen kann. Und da finde ich das ganz wichtig, an dem Punkt zu merken, gut, ich hole mir Unterstützung und die muss auch nicht in groß und breit und ewig und sonst was sein, sondern diese Unterstützung hat aus meiner Sicht diese wichtige Funktion, ich lerne erstmal ein Stück, wie das denn geht. Ja. Ja, das ist wie schmeckt das sozusagen? Mhm. Ja, wie ist das dann, wenn es so ganz neu ist? Mhm. Ja, das finde ich ganz wichtig. An der Stelle also nicht zu funktionieren allein, sondern ich bin bedürftig, ich hole mir jetzt etwas für mich. Und das ist die wichtige Entscheidung. Ich hole mir etwas für mich an Unterstützung. Mhm. Damit bin ich aus der Mutterrolle für mein Kind schon mal in die ganz wichtige Mutterrolle für mich selbst gegangen. Mhm. Finde ich super wichtig. Und dann wäre der zweite Schritt, jetzt bin wir mal, was kann man alleine machen? Mhm. Ne? Können wir mal so wie so eine Mini eintauchen. Ja. Dort ist eben so eine Haltung, wenn du funktionierst, wie bist du dann körperlich? Ja, war sehr schön, sehr schön. Okay. We can do it. Okay, und jetzt machen wir mal es in einen anderen. Das heißt, jetzt mal einmal in die Ruhe, in die Stille und schließt für einen Moment die Augen ganz oder lässt sie so halb geschlossen. Das ist so, wie es für dich angenehmer ist. Und gib mal ruhig deine Hände auf deinen Herzraum. Und atme.
Also verbinde dich mit deinem Atem und nimm dich einfach nur wahr. Du gehst mit deiner Aufmerksamkeit aus dem Außen weg in dein Inneres. Du gehst mit deiner Wahrnehmung nach innen. Mit dem, was da gerade ist. Das heißt, wenn Gedanken kommen, kommen sie und du lässt sie einfach weiterziehen und nimmst deinen Körper wahr. Wir würden jetzt weitergehen in so eine Wahrnehmungsübung, noch ein kleinen Augenblick gehen wir nochmal weiter an der Stelle, wie einmal ein bisschen durch den Körper gehend mit deiner inneren Aufmerksamkeit. Ja, genau. Danke. Nun hören wir den Bauch. Wunderbar. Und gehst mit deiner Aufmerksamkeit nach innen. Vielleicht gibt es einige Bereiche, wo du merkst, da zieht es dich mehr hin. Wir sind angespannter, einige sind lockerer. Du nimmst einfach nur wahr. Du lässt alles, wie es ist. Es gibt nichts zu tun. Wir würden jetzt, und jetzt breche ich an der Stelle ab, wir arbeiten nachher ein bisschen weiter, weil es wäre jetzt vor der Kamera nicht so passend. Mhm. Wir würden jetzt über die Körperempfindung, also über dieses Wahrnehmen des Körpers nach und nach, das braucht ein bisschen Zeit, sich erstmal diesen Raum zu nehmen, über die Körperempfindung, wo ist was gehalten, wo nicht, wie fühlt sich das überhaupt an, heiß, kalt, erstmal wieder ein Gespür für die eigenen den eigenen Körper, für die eigene, das Innere zu gewinnen. Mhm. Und darüber verbinden sich auch Gefühle, die vielleicht auftauchen können. Nur bei einigen sind das so wie innere Bilder, die entstehen können. Mhm. Bei einigen ist das wie eine Mischung von Gespür und Bild und nur so ein bisschen unterschiedlich. Und mit diesen Bildern können wir dann weitergehen. Okay, toll. Ja, und das ist die Verbindung, die hast deinen Bauch auch schon gehört, ne? Ja, hat sich geäußert dann. Und über diese Bilder gibt es diesen Kontakt. Mhm. So. Und dann wird einfach etwas deutlicher, was sonst so nicht so deutlich wird. Mhm. Schön, ich mag deine entspannte Stimme. Also das war jetzt eben schon so. Oh, schön, ganz schön. Ja. Was halt passiert ist, dass sich der innere Raum dadurch öffnet und eine innere Anbindung, dass die möglich wird. Mhm. So, und es gibt halt in meinen Augen, wie gesagt, auch Meditation, also etwas, ich finde es sehr hilfreich, an der Stelle etwas von außen zu hören, also eine Stimme von außen, die leitet und deswegen auch so Meditation oder auch eben coach-therapeutische Unterstützung. Mhm. Und dann auch kann ich auch vieles alleine machen. Also das ist so wie so ein Dreiermix, den ich sehr, sehr hilfreich finde. Und das sind super Ergänzungen. Okay, was halt sehr schwer ist in meinen Augen, wäre A, wenn es mir fremd ist. Das geht, klappt nicht. Ja. Ne? Und B, also und dann ist natürlich auch die Angst, was passiert denn dann, ja, wenn ich was fühle. Mhm. Also diesen Prozess kann ich nicht gleichzeitig machen. Ja. Ja? Ich kann nicht gleichzeitig wegdrücken und gleichzeitig versuchen, hier Raum. Ja, ja. Ja, das funktioniert nicht. So. Deswegen brauche ich diese volle Erlaubnis. Ja. Also 100% bereit. Mhm. Schön. Also davon werde ich berichten hinterher, wie das war, was ich gefühlt habe und was für innere Bilder ich vielleicht auch da, welchen gedanklichen Schritt ich vielleicht damit weiterkomme. Ja, toll. Ganz wunderbar. Es freut mich. Die lachende Seele ist etwas, was mir total hängen geblieben ist und was ich besonders schön fand. Ich glaube, eines der wichtigsten Sätze für mich jetzt in unserem Gespräch war, wenn ich versuche, die negativen Gefühle wegzudrücken, drücke ich auch alle anderen, auch die positiven weg. Ja, und genau, das ist ein schönes Bild, finde ich. Das heißt, es gibt nur ganz oder gar nicht und
Um ganz zu leben, brauchen wir eben das volle Spektrum auch leben zu dürfen. Genau. Also das ist das, also ich habe selbst Jahre hinter mir, wo ich, wie das Tüpfelchen sozusagen obendrauf meine Erfahrung war, und jetzt kann ich nicht mal mehr lachen. Mhm. Und dass das einfach nicht ging. Dass es einfach verschwunden war. Ich habe mal früher so ein Buch, Tim Thalers, verkaufte Lachen, so kam ich mir vor. Also das war einfach verschwunden und das war für mich so qualvoll, weil ich dadurch auch gemerkt habe, dass mein Außen das auch so schrecklich findet. Und ich dachte, jetzt gehen alle Beziehungen weg, das geht gar nicht. Also, und das, also was ist das für ein Prozess, um das wieder hochzuholen, weil das nicht, das ist nicht weg, das ist nur nicht mehr zugänglich. Und, und das ist deswegen mein absolut großes Anliegen, das ist dieses Lachen der Seele, und die ist eben ganz tief. Das ist ganz tief in uns selbst und das ist wie ein Verbinden zwischen Nähren, Unterstützen, weil es braucht diese Energie von außen, also es braucht dieses Auftanken, dieses Feld, dieses heilende Feld von außen, weil in so einer Situation ist es einfach too much. Ja. Und das wie gut, ausgelutscht und dann braucht es was. Ja. Nein, ja. Auf keinen Fall, auf gar keinen Fall alleine und auf gar keinen Fall funktionieren. Sondern das Gefühl, und dann kommt das dazu, dass eben die Verbindung mit den Gefühlen die Lebendigkeit ermöglichen. Und das heißt, den vollen Ausdruck der Gefühle erlauben, ohne Bewertung. Sondern das, was für mich das ist. Und dann kann parallel eben auch Freude, Wut, Lachen, Trauer parallel oder im direkt nebeneinander oder in kurzen Sequenzen hintereinander sein. Darf einfach da sein. Und das erlaubt dann auch die, die Freude über das Kleine, die kleinen Begegnungen. Und warum? Weil du dadurch zu deinem Kind, jetzt kommen wir wieder auf Mutter und Kind zurück, wenn du diese Stabilität in dir hast, dann bist du in der Lage, in einen echten, tiefen Kontakt auch zu deinem Gegenüber zu gehen. Oder den zumindest zu öffnen. Ja, das kannst du sonst nicht. Und wenn du diese Öffnung möglich machen kannst, dann kann da viel mehr fließen. Schön. Und das ist Liebe. Also darum geht es. Die zu dir und die zu wohin auch immer. Genau. Das war das Schlusswort. die Liebe. Und ich habe ganz viel mitgenommen. Ich danke dir für das schöne Gespräch. Danke, dass ich hier sein darf, Birte. Ja, sehr gerne. Nochmal auch abschließend für mich einfach nochmal in dem Moment, wo ich selber merke, dass ich mich selber mir nicht mehr, wenn ich merke, dass ich mich anderen nicht mehr zumuten kann, dann ist es höchste Zeit, dass ich lerne, mich mir selbst zuzumuten. Ja, in diesem Sinne, ich hänge noch was dran hinten von der Übung. Euch einen ganz schönen Tag und herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön.